So Freunde, im heutigen Video sprechen wir mal über Bleistifte. Die gibt's nämlich in vielen verschiedenen Stärken und da ich immer mal wieder gefragt werde, wann ich welchen Bleistift benutze, mache ich heute mal ein kleines Tutorial dazu. Wir schauen uns kurz an, was die Buchstaben und Zahlen auf den Stiften bedeuten. Außerdem gebe ich euch auch noch meine Empfehlung dazu, was ich für ein Set kaufen würde, wenn ich jetzt vorhätte mit dem Zeichnen anzufangen oder was ich mir auch jetzt noch kaufen würde, wenn ich Nachschub brauche. Also, auf geht's! Wir starten mit den unterschiedlichen Arten von Bleistiften. Dafür nehmen wir mal hier diese Box mit den Bleistiften dazu, in der sich allerhand unterschiedliche Härtegrade befinden. Das ist übrigens eine limitierte Edition von Faber-Castell aus dem Jahr 2017 und so ein bisschen auf Retro angelegt und auch innen sehr schön designt. Im Deckel sind nochmal alle Härtegrade aufgelistet und auch kurz und knapp erklärt. Ich weiß gerade gar nicht, ob es das noch zu kaufen gibt. Ich habe es bei einer schnellen Recherche jetzt nicht gefunden, aber falls einer von euch weiß, ob es das noch gibt, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. So, im Grunde ist es ganz einfach. Ihr müsst euch eigentlich nur zwei Sachen merken, wenn es um Bleistifte geht. Zwei Buchstaben nämlich. Zum einen hier dieses B und zum anderen das H. Die findet ihr auf nahezu jedem Bleistift und könnt dadurch erkennen, wie die Mine im Inneren beschaffen ist. Fangen wir mal mit dem H an. Das steht hierbei für hart und hinterlässt dementsprechend weniger Graphit auf dem Papier, weil die Mine halt härter ist. Je größer die Zahl ist, die vor dem Buchstaben steht, umso härter ist auch die Mine. Die Härte ergibt sich übrigens aus dem Mischverhältnis von Graphitton und noch anderen Bestandteilen. Je geringer der Graphitanteil ist, umso härter wird die Mine. Und je höher er ist, wird die Mine dementsprechend weicher. Hier in diesem Retro-Set gibt es übrigens keine Zahlen, sondern die Stifte haben Buchstaben mehrfach hintereinander gedruckt. In dem Fall halt ein Designelement, aber auf fast allen normalen Bleistiften wird es eigentlich immer mit Zahlen geschrieben. Harte Bleistifte nehme ich immer für die Vorzeichnung. Sie bieten den Vorteil, dass sie nur schwach auf Papier zu sehen sind und sich dementsprechend leicht wieder wegradieren lassen. Hier geht es jetzt zwar bis zu 5H hoch, aber ganz ehrlich, mehr als 2H benutze ich eigentlich nie. Da die jetzt in dem Set mit drin sind, werden die mit Sicherheit irgendwann mal zum Einsatz kommen, aber im Laden würde ich mir die jetzt nicht einzeln kaufen. Diese 4H, 5H, 6H kommen meist bei technischen Zeichnungen zum Einsatz. Wenn ihr also ein bisschen hobbymäßig zeichnet, braucht ihr die eigentlich nicht. 2H finde ich da schon komplett ausreichend. B ist da schon etwas interessanter, weil diese Stifte für künstlerisches Zeichnen gemacht sind und ich sie deswegen halt interessanter finde. Hier nutze ich eine etwas breitere Palette und greife auch mal regelmäßig zu besonders weichen Stiften wie 7B oder 8B. Das B steht hier übrigens für Black, also für Schwarz, und je höher die Zahl von dem B ist, umso tiefere Schwarztöne können mit dem Stift erzeugt werden. Man sollte sich da aber vorsichtig herantasten und wirklich nur dann sehr stark aufdrücken, wenn man sicher ist, dass es auch komplett schwarz werden soll. Denn im Gegenteil zu den H-Stiften lässt sich ein sehr dunkler B-Stift etwas schwieriger wegradieren. Selbst wenn ihr darüber radiert und der Großteil weggeht, sind danach meist immer noch Spuren auf dem Papier zu erkennen. Aber auch mit weniger weichen Stiften lassen sich schon schöne Schwarzeffekte erzielen. Ich zeichne zum Beispiel sehr oft mit 2B-Minen. Die ganz dunklen Stifte benutze ich in der Regel nur bei schwarzen Haaren oder bei dunkler Kleidung. Und bei den schwarzen Bereichen innerhalb des Gesichts, etwa in und um das Auge herum, da reicht mir dann schon ein 2B-Bleistift. Details zeichne ich meistens nicht mit diesen Holzstiften, sondern hier mit diesen mechanischen Bleistiften. Die haben den Vorteil, dass die Mine deutlich dünner ist und man sie dadurch nicht ständig anspitzen muss. Dafür brechen sie aber relativ leicht ab und sind auch nicht so langlebig wie Holzstifte. Trotzdem für mich unverzichtbar, gerade bei wirklich kleinteiligen Bereichen. Andere Stifte aus dem B-Bereich benutze ich dagegen nur selten. Hin und wieder mal noch 7B oder 6B, wenn meine 8B-Stifte alle sind. Aber so groß ist der Unterschied zwischen diesen einzelnen Tönen nun auch nicht. Und darum gehe ich dann meistens mit dem guten 8B. Dann gibt es dann noch solche Mischformen hier, die sind sehr bekannt. Das sind HB-Bleistifte, die sozusagen eine gute Mischung aus beiden Härtegraden mitbringen. Sie erlauben etwas dunklere Schwarztöne, lassen sich aber immer noch recht gut radieren. HB benutze ich meistens, um Vorzeichnungen etwas detaillierter auszuarbeiten oder um hellere Zwischentöne einzuzeichnen. An sich ein sehr solider Stift und meist sind auch Bleistifte, die es als Werbegeschenke gibt oder die man so im Discounter findet, ebenfalls HB-Bleistifte. Davon gibt es dann auch nur eine Variante, weil logischerweise, wenn man da eine andere Zahl vorschreiben würde, würde man dann entweder in den H- oder in den B-Bereich hineingehen und das würde dann nicht so viel Sinn machen. Genauso ist das auch bei diesem Stift, bei dem F-Stift. Da gibt es auch nur eine Variante, das F ist hier eine einzelne Stärke für sich und das F steht dabei für firm, also für fest und ja, ist sozusagen der Übergang zwischen H und HB.
Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie mit diesem F-Stift gezeichnet und ich finde, man sieht auch im direkten Vergleich jetzt keinen großen Unterschied zu zum Beispiel HB. Von daher gibt es vermutlich Bereiche beim Zeichnen, bei denen F von Vorteil ist, aber ich vermute, die sind so speziell, dass sie für uns, die wir halt nur hier zum Spaß und zur Freude zeichnen, ja nicht wirklich von Bedeutung sind. Mehr Buchstaben gibt es dann auch gar nicht, also die Unterscheidung ist gar nicht so schwierig, wenn man sich einmal damit befasst hat. Man muss also gar nicht so viele unterschiedliche Härtegrade benutzen. Gerade auf Hobbyniveau ist es jetzt nicht so relevant, dass man alle möglichen Stärken vorliegen hat. Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen professionellerer Zeichner ist, dann könnte das schon mehr ins Gewicht fallen, aber für jemanden wie mich, der das jetzt nicht so wirklich professionell macht, reichen auch wenige unterschiedliche Bleistifte. Das bedeutet, die Stifte, die ich am meisten nutze, sind 2H für die Vorzeichnung, HB für weitere Ausarbeitungen, 2B für dunklere Details und 8B für ganz schwarze Bereiche. Je nachdem, was man denn da braucht, gibt es schon verschiedene vorgefertigte Sets, die eine sehr breite Palette an Stiften bieten und mit denen könnt ihr dann eigentlich auch gar nicht wirklich viel falsch machen. Wenn ich mir jetzt ein Set kaufen würde, würde ich das hier nehmen von Faber-Castell. Das ist zwar ein bisschen teurer, lohnt sich aber, weil die Stifte wirklich gut sind von der Qualität her und ihr auch relativ lange was davon habt. Hier ist von 2H bis 8B wirklich alles drin, was man so zum Zeichnen braucht. Und falls euch das aber zu viel ist und ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr auch eine kleinere Variante davon nehmen. Ein etwas günstigeres Set mit dann natürlich etwas weniger Umfang. Übrigens markiere ich diesen Abschnitt hier mal mit Hashtag Werbung, auch wenn es natürlich mehr eine Empfehlung ist und ich hier überhaupt kein Geld von Faber-Castell kriege und auch nicht sonst irgendwie mit Produkten oder so gesponsert werde. Ja, schön wär's. Also Faber-Castell, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr wollt. Ich sag das hier einfach nur, weil ich halt selber gerne damit zeichne und weil man ja auf YouTube und generell Social Media immer so ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man hier irgendwelche Produkte präsentiert. Darum gehe ich jetzt mal hier auf Nummer sicher und schreibe einfach mal Werbung, auch wenn es natürlich keine Werbung im klassischen Sinne ist. Aber ich habe auch noch eine andere Empfehlung für euch, die besonders für Einsteiger gut geeignet ist, denn dieses Set habe ich mir damals selber zugelegt und besitze es auch heute noch. Und wie ihr sehen könnt, sind noch einige Stifte vorhanden. Und das Schöne an dem Set ist halt, dass es relativ günstig ist, dafür aber sehr viele Dinge mitliefert, die man gerade als Einsteiger nicht unbedingt einzeln so hat. Zwei verschiedene Radiergummis sind mit drin, dazu noch hier diese Halterung für ganz klein gespitzte Stifte, damit man damit wieder schön zeichnen kann. Und dann hier noch so ein kleines Messer, was auch sehr toll ist, das eigentlich dafür gedacht ist, um Stifte anzuspitzen, aber ehrlich gesagt nehme ich das eigentlich fast nur, um mir meinen Radiergummi zurechtzuschneiden, wenn ich jetzt mal wirklich eine ganz scharfe Kante oder sowas brauche oder mal so einen ganz spitzen Punkt für Details. Und das alles kommt halt hier in dieser Tasche, dazu sind noch Verblendungsstifte, Kohlestifte und ganz viele unterschiedliche Bleistifte mit ganz vielen verschiedenen Härtegraden. Mit denen habe ich selber die meisten meiner Bilder ausgearbeitet. Die sind jetzt vielleicht nicht ganz so hochwertig wie die Stifte von Faber-Castell, aber ganz ehrlich, wenn man nicht auf einem super professionellen Level zeichnet, reichen die auch absolut. Manchmal sind die Minen innen so ein bisschen gebrochen, was dann ärgerlich ist, wenn man anspitzt und das immer wieder abbricht, aber das kam auch nur relativ selten vor und ich sag mal so, für den günstigen Preis macht man da gerade als Einsteiger eigentlich wirklich nichts verkehrt. Beide dieser Sets habe ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, das heißt, wenn ihr sie euch nochmal ganz in Ruhe angucken wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieser kleine Bleistift-Exkurs heute gefallen hat. Falls ja, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen und ihr würdet damit auch diesen Kanal hier unterstützen. Gut, Freunde, das war's dann also wieder für dieses Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zeichnen, macht's gut und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.